Ahoi und Mahlzeit, meine Freunde. Wir machen heute ein Chicken Tikka Masala, ein indisches Curry. Nachdem wir ja schon das Thai Curry gemacht haben, gibt es jetzt mal was Indisches. Wir haben hier schon alle Zutaten bereitgestellt. Der Reis kocht schon fleißig vor sich hin im Reiskocher. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Wir haben hier frisches Hähnchenbrustfilet, Zwiebeln, Tomatenmark, Kokosmilch, Knoblauch, passierte Tomaten, kleines bisschen frischen Koriander, Ingwer und unsere ganzen restlichen Gewürze für die Paste, die wir heute natürlich auch wieder selber machen werden. Ich will auch gar nicht lange drum herum reden, sondern einfach gleich mit euch losstarten. Wie gesagt, wir fangen mit der Paste an. Also lasst uns den ganzen anderen Mist auch einmal wegräumen und direkt mit der Paste starten. So, für unsere Paste brauchen wir erstmal ein paar Gewürze. Und zwar haben wir da Cayennepfeffer, Kreuzkümmel, Koriandersamen, geräucherte Paprikapulver und Garam Masala. Das sind unsere trockenen Gewürze sozusagen. Ja, dazu kommt halt noch Knoblauch, Tomatenmark, Chilis, Koriander und frischen Ingwer. Von dem Koriander müsst ihr gucken, wie viel ihr da mögt. Manche mögen es auch gar nicht, das könnt ihr auch komplett weglassen, wirklich. Und bei den Chilis genauso, ja, je nachdem wie scharf ihr es haben wollt, so viele Chilis packt ihr auch rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kokosöl, was ich noch mit da reinpacke. Dann legen wir auch schon direkt mit unseren Gewürzen los. Wir brauchen ungefähr einen Teelöffel von jedem, wenn ihr jetzt keine Koriandersamen da habt. Das ist nicht schlimm, dann könnt ihr auch schon fertig gemahlenen Koriander nehmen, den gibt es auch so zu kaufen. Aber wenn ihr den gemahlenen bekommt, bekommt ihr auch meistens die Koriandersamen. Hier haben wir dann ein bisschen Kreuzkümmel, auch ungefähr einen Teelöffel von, plus minus, ja, wenn so ein bisschen noch was daneben geht, stört auch nicht. Cayennepfeffer, wenn ihr sagt, okay, ist mir schon genug mit den Chilis, dann nehmt normalen Pfeffer, das geht genauso gut. Dann haben wir hier noch geräuchertes Paprikapulver, da kann auch ein bisschen mehr von ruhig rein. Und hier unser Garam Masala, davon nehmen wir dann zwei Teelöffel. Zweieinhalb so viel wie hier noch mit daneben geht. So, da haben wir dann unsere trockenen Gewürze alle zusammen drin. Da wir jetzt die Koriandersamen da drin haben, werden wir das Ganze noch mal ordentlich mörsern und dann gleich die frischen Zutaten noch mit dazugeben und auch alles zu einer schönen Paste verarbeiten. So, ist dann alles schön klein. Was heißt alles? Ne? Es sind ja wirklich nur die Koriandersamen, die eigentlich klein gemacht werden müssen. Die könnt ihr auch alleine am Anfang reinschmeißen und erstmal klein machen. Das macht, wie ihr mögt. Dann können wir die ganzen frischen Zutaten mit reinpacken. Ungefähr zwei Knoblauchzehen. Ich habe mir hier so ein, ihr kennt ja schon mein eingelegtes hier. Ich habe mir jetzt allerdings dieses Mal komplett wirklich alles schon klein gemacht vorher und das eingelegt, dass ich wirklich einfach nur noch schon das fertige Knoblauchzeug da rausholen kann und gar nichts mehr schneiden muss. Dann haben wir hier die Tomatenpaste. Davon nehmen wir auch ungefähr zwei, aber Esslöffel, nicht Teelöffel, ne? Könnt ihr hier ungefähr ruhig richtig schön was drauf machen. Eins ist ungefähr ein Esslöffel, zwei. Ja, also das finde ich beim Kochen immer das Geile. Ihr müsst nicht hundertprozentig auf die Mengenangaben achten. Ne? Klar kommt es bei dem einen oder anderen schon drauf an, wie viel es ist. Ne? Auch so, was, wenn ihr mit Nelken arbeitet zum Beispiel, da wird man sofort bestraft, wenn man zu viel nimmt. Aber jetzt, was hier das so angeht, da ne, macht das frei Schnauze. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, hey, das ist mir irgendwie ein bisschen ja, zu scharf, dann macht ihr weniger davon rein. Wenn ihr sagt, ein bisschen rauchiger kann es schmecken, macht ihr ein bisschen mehr von dem Kreuzkümmel rein. Macht das, wie ihr gerne möchtet. Als nächstes schnappen wir uns dann jetzt hier die Chilis, schneiden die schon mal so ein bisschen klein. Ich habe jetzt hier schöne Thai-Chilis, die sind schön scharf. Ich lasse die Kerne auch drin. Und dann kommt das Ganze hier auch einmal mit in den Mörser rein. Die Stiele kommen natürlich zur Seite. Und das Ganze wird jetzt nochmal schön mit hier reingearbeitet. Als nächstes haben wir hier unseren frischen Ingwer. Davon nehmen wir so ungefähr ja, so ein Daumenstückchen. Ne? Also
hier so die Hälfte von dem. Und auch da, wenn ihr es ein bisschen weniger mögt, nehmt ihr ein bisschen weniger Ingwer. Wenn ihr es ein bisschen mehr mögt, nehmt ihr mehr. Das ist auch völlig euch überlassen. Keine Sorge, ich weiß, man kann das auch richtig schön mit dem Löffel wegkratzen, aber ich mache gleich noch einen Tee daraus. Also hier wird nichts weggeschmissen, was diese Stücke hier angeht. Schneidet das einfach ein bisschen kleiner noch, dass man das nicht aus diesem ganz großen Stück hier direkt zermahlen muss, sondern einfach schon ein bisschen kleinere Stücke hat. Und dann kommt das Ganze auch hier mit rein und wird zur weiteren Paste verarbeitet. Wenn auch der Ingwer richtig schön zerkleinert wurde, nehmen wir uns hier unser Korianderbüschelchen, hacken das auch schon mal so ein bisschen kleiner. So, und geben das dann zum Schluss noch hier mit rein. Und vermengen es noch ein fast letztes Mal, bevor dann gleich das Kokosöl noch mit dazu kommt und dann unsere Paste schon fertig ist. So, als allerletztes nehmen wir uns hier einmal unser Kokosöl, machen da auch nochmal so gut 2 Teelöffel von mit rein. Sparen wir uns dann gleich auch einfach in der Pfanne das Öl. Und wir bekommen hier einfach noch eine schön feste, geschmeidige Masse aus dem Ganzen. Durch das Kokosöl bindet das einfach nochmal richtig schön ab. So, und schon haben wir unsere Tikka-Paste fertig. Die können wir dann jetzt gleich direkt in die Pfanne geben und dann unser Hähnchen und die Zwiebeln kurz darin anbraten. Aber alles Weitere seht ihr im nächsten Schritt. Gut, während die Pfanne da schön aufhitzt, können wir schon mal unsere Zwiebeln schneiden. Auch hier gilt wieder, macht so viel ihr mögt. Wer weniger Zwiebeln mag, macht weniger Zwiebeln. Wer auf Zwiebeln steht, der macht so viele rein, wie er mag. So, und zwar für dieses Gericht schneidet ihr die Zwiebeln ruhig relativ grob in Stücke, nicht in kleine Würfel oder so, sondern ruhig ein bisschen gröber, damit wir hinterher auch was davon schmecken, weil wir wirklich nur Hähnchen und Zwiebeln in diesem Curry haben und sonst keinerlei Gemüse oder was auch immer da drin haben. Gut, sind die Zwiebeln geschnitten, ist die Pfanne heiß, nehmen wir uns unsere Currypaste und werfen davon ordentlich was in die Pfanne. Ja, wir können auch eigentlich alles reinschmeißen. Ich mache eh genug, dass das nicht zu viel ist. So, lass das wie bei dem anderen Curry auch einmal kurz hier anbraten, dass wir so noch kleine Röstaromen mit da reinbekommen. Schmeißt dann relativ zügig die Zwiebeln mit dazu. Verrührt das Ganze einmal schön. Na, dann können die Zwiebeln hier schon mal in der Zeit ein bisschen anbraten, während wir uns jetzt gleich um das Hähnchen kümmern. So, die Zwiebeln braten fleißig vor sich hin.
Wir nehmen uns unser Hähnchen und auch das schneiden wir einfach, um schön viel Konsistenz in dem Curry hinterher zu haben, in recht grobe Stücke. Ihr müsst jetzt natürlich nicht die Hähnchenfilets so reinwerfen, wie sie sind. So grob wollen wir es auch nicht haben. Aber das hier sind schon gute Stücke. Also macht das nicht zu klein. Das schrumpft ja auch noch ein bisschen, weil sonst haben wir das Problem hinterher, dass wir wirklich nur noch einen Brei da haben und nichts mehr daraus schmecken, was wir eigentlich haben wollen. Wenn ihr Hähnchen schneidet, denkt immer dran, macht das zum Schluss oder wascht danach das Brettchen schön ab, sonst habt ihr das Problem mit den ganzen Bakterien, die ihr eventuell am Fleisch habt oder sehr wahrscheinlich sogar. Wenn rohes Hähnchen, das ist nicht so toll, deswegen schneidet vorher, entweder schneidet ihr vorher das Hähnchen, macht dann aber schön das Brettchen sauber oder ihr schneidet das Hähnchen zum Schluss, wenn ihr sagt, okay, ich brauche das Brettchen eh nicht mehr. Ich habe jetzt hier oben so eine kleine freie Ecke gleich, wo jetzt die Schüssel stand, um eben gleich die beiden anderen Sachen dazu schnipseln, aber ansonsten brauche ich es ja auch nicht mehr. Das Hähnchen kommt dann einfach noch mit dazu. Ja, lasst das Ganze dann ruhig ein bisschen mit anbraten. Es soll nicht durchgebraten werden, weil wir das hinterher schön nur in der Soße garen wollen, aber so ein bisschen am Anfang anrösten darf es gerne mit. Während ich mir die Hände gewaschen habe, konnte das Hähnchen jetzt ein bisschen anbraten. Nehmt auch nicht das gleiche Messer wieder, nehmt ein anderes Messer oder spült es einmal, wie ihr möchtet. Ich packe noch ein bisschen Ingwer so mit dazu und ein bisschen frischen Koriander. Den schmeißen wir da einfach so mit rein. Der wird auch schön weich und dann beißt man da auch nicht so sehr drauf. Man wird es schmecken, aber das soll es ja auch sein. Den Koriander auch einmal mit da rein, das Ganze kurz nochmal hier mit untermischen und dann gießen wir die ganze Chose hier mit Kokosmilch und unserem Tomatenpüree ab. So, wir haben hier unsere Kokosmilch, die machen wir mal auf. Ich merke schon, dass sie relativ fest ist, das ist aber gar kein Problem. Ihr nehmt einfach einen Löffel. Löffelt die Kokoscreme hier oben einmal raus. Dann seht ihr da schon die ganze Milch, die da, beziehungsweise das Kokoswasser, was da rauskommt. Die Dose ist jetzt komplett leer. Macht das hier einfach ein bisschen klein von der ganzen verfestigten Masse hier. Versucht das ohne große Sauerei unterzurühren. Und ihr seht schon die grandiose Farbe hier durch unsere durch unsere Currypaste. Die wird gleich noch ein bisschen schöner, wenn unsere Tomaten damit reinkommen. Und dann heißt es auch schon warten, bis angerichtet wird. So, der letzte Schritt sind dann einmal die passierten Tomaten. Einfach mit hier drauf schütten. In meinem Fall sind das jetzt 600 Milliliter. Plus die 400 Milliliter von der Kokosmilch. Da haben wir also richtig ordentlichen Liter jetzt hier drin an Flüssigkeit. Das darf auch sein, weil einfach das Hähnchen, da hatte ich jetzt drei Hähnchenbrustfilets, lass es 500 Gramm sein, vielleicht sogar 600, 550, so um den Dreh. Und das muss ja auch gar werden, das zieht noch ein bisschen von der Flüssigkeit. Die Flüssigkeit verdampft noch ein bisschen, das dickt noch ein bisschen gleich ein. Deshalb ein Liter ist schon völlig in Ordnung für die Menge. Wenn ihr es so flüssig mögt, könnt ihr natürlich auch noch hinterher mehr eingießen. Aber macht auf jeden Fall erstmal ungefähr so viel,
dann könnt ihr hinterher immer noch was drauf gießen. Es ist immer leichter zu sagen, okay, oh, ist ein bisschen zu dickflüssig, ein bisschen Flüssigkeit drauf gießen können wir immer. Flüssigkeit wegnehmen ist immer ein bisschen schwieriger. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn das Ganze fertig geköchelt ist, das Hähnchen durch ist und wir anrichten können. So, da sind wir auch schon wieder. Ihr könnt sehen, dass die ganze Soße sich hier richtig schön eingeköchelt hat, ist schön eingedeckt. Ich zeige euch mal, wie schön das Fleisch jetzt hier auch ist. Man kann das einfach so hier an der Seite zerdrücken. Man sieht, es fällt schon fast auseinander. Es ist perfekt, genauso wie wir es haben wollen. Ja, und dann geht es jetzt eigentlich nur noch ans Anrichten. Wir nehmen uns hier aus dem Reiskocher, den ihr jetzt nicht seht, aber das ist ja nicht so tragisch. Ich denke, jeder weiß, wie er aussieht mittlerweile. Wir nehmen uns hier eine kleine Portion Reis raus. Ja, so, dann nehmen wir uns hier von der ganzen Tikka Masala Geschichte aus der Pfanne einen ordentlichen Schuss raus. Ja, schön die ganze Soße hier mitnehmen. Richtig ordentlich oben drüber verteilen. Zu guter Letzt könnt ihr, wenn ihr wollt, noch ein klein bisschen ganz normalen Naturjoghurt hier oben mit drauf geben. Und für das Auge kommen hier nochmal ein, zwei Korianderblätter mit drauf. Und damit ist unser Chicken Tikka Masala fertig und ready to eat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachkochen. Ich werde mir den geilen Scheiß jetzt reinziehen und wünsche euch, wenn ihr das nachgekocht habt, auch einen guten Appetit. Lasst mir einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, um neue Rezepte nicht zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Video.